Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Quest Treasures. Wir machen heute nichts Story-Relevantes, sondern wir machen heute Folgendes. Ich gehe jetzt ein paar Questen abgeben und zwar gehen wir als erstes zum Drachenschädel, geben da die Quest beim Levante ab, damit ich da einen Schatz kriege. Hier muss ich nur einen Ausblick suchen. Das machen wir noch nicht. Dann wollte ich mit euch zum Hitzegrad die Mission von unserem Katzbalger machen. Seht ihr, hier sind nämlich noch 14. Hier sind noch 10. Ich kann hier auch sehen, wie viele Luftballons es gibt. Krass. Und wie viele Schätze und Truhen. Lol. Okay, nee, das ist im Prinzip das, was ich machen will. Ich werde das nicht hinkriegen, dass ich da alle 10 restlichen Luftballons finde oder diese Goldschätze. Ich gucke denn zwar immer und mache denn und tu, aber wir werden sehen, ob ich das hinkriege. Aber das wollte ich jetzt mit euch machen. Als erstes zum Drachenschädel und da die Mission machen, denn hier die Mission mit dem Katzenbalger, dann halt die Mission mit Brisella. Jetzt die Metallmonster besiegen mache ich jetzt nicht unbedingt, aber hier soll es ja zum Beispiel auch diesen Killer-Roboter geben und ich brauche den ja eigentlich noch für das Wohn... Ach, den Jagdroboter. Entschuldigung. Den Jagdroboter wollte ich mir auch noch holen. Um im Prinzip... Wo habe ich denn jetzt im Prinzip die Dings? Den Jagdroboter wollte ich mir holen, damit denn auch da das mit dem Wohnheim weitergeht. Und ich wollte im Gewirr erst dann weitermachen, wenn ich mit Erik oder Mida Level 50 bin. Das war so das im Prinzip, was ich mir gedacht habe. Monsterliste. Hier fehlt noch einer. Aber da kann man mal sehen, wie viele wir sind schon begegnet sind hier. Voll krass. Da ist Schneechen, Killermaschine, Jagdroboter hier. In Kragenweiden. Bei Nacht. Ja gut, wissen wir Bescheid. Na, das ist aber das, was wir machen wollen. Bevor wir dann so ein bisschen den nächsten Drachenstein angehen. Where are you going treasure hunting today? Weil ich mir vorstellen kann, dass bei diesem Monster, was wir eben dann in der Nacht holen sollen, dass er bestimmt ein hohes Level hat. Und ich sehe auch, merke auch schon, dass wenn wir von den Piraten bzw. von den anderen Fraktionen angegriffen werden, die sind schon nicht ohne. Die sind auch schon so Level 50 und so. Wir kriegen die da zwar noch irgendwie gewuppt, aber die sind nicht ohne. Die Frage ist, gehen wir mal die krasse Abkürzung oder gehen wir eher so... Gucken wir einfach mal. Ob die hier irgendwie einen Schatz finden oder wir noch einen Luftballon finden. Weil ich habe auch gesehen, uns fehlen nur noch 2 Luftballons. Und dann habe ich auch die Quest mit Schwarta und Schattias fertig. Ich bin der Meinung, hier wäre irgendwo so eine bunte Kiste gewesen. Ey. Werd nicht frech. Die haben schon wieder einen Treasure gefunden. Ich sehe was du nicht siehst. Das ist ein Luftballon. Aber ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Bitte sag mir, dass ich da irgendwie hochkomme.
Das ist ein Silmoner, den will ich eigentlich gar nicht. Ey. Das war jetzt ein bisschen arg übertrieben, oder? Bin ich da irgendwie so hoch? Nein! Oder kann ich den Luftballon irgendwie von der Seite abschießen? Das ist ja eigentlich ganz nice. Ich meine, ich habe den ja gefunden. Nee, ich muss da irgendwie hoch. Und ich habe doch keinen, der mich hochschießt. Die Free Devil. Hey, it's close. Ja, ich seh's so. Den hat Sekerat. Jetzt krieg ich das so hin. Geh mal weg. In die Richtung. Ja, ich hab's doch. Jetzt haben sie es. Jetzt haben sie es. Irgendwo Stein ist. Nehmen wir da. Nehmen wir den. Geht auch. Ich versuche mich jetzt eher so auf Goldschätze zu spezialisieren, damit wir dann so auch wirklich oh, ich will keinen. Keine Schlammhand. Nee, ich versuche mich ein bisschen auf Goldschätze zu fokussieren. Weil es ja doch im Prinzip die sehr viel Geld bringen. Der Richtung. Hey, it's close. Und ich habe noch ein Dings gefunden. Geil. Here we go. Nee. Aha. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Geh mal ganz kurz, bitte. Weggehen. Yes. Immer noch auf der Seite, also auf der anderen Seite. Bitte sag mir nicht, dass der da oben irgendwo ist. Bitte, bitte, bitte nicht. Irgendein Bäumchen mit Blümchen. Hier? Hier. Bäumchen mit Blümchen. How much is this worth? I don't know. Aber 14.000 sind halt nicht übel, ne? Ah, ich wollte auf die andere Seite. Ich wollte ja zu Levanta. Ich hoffe, dass das denn mit Levanta denn auch fertig ist. Oder habe ich alle Schätze? Also ich habe alle Schlüssel, die ich brauche. Ey. Na komm her. Ich sehe nichts. Die kloppen sich schon wieder mit irgendwie. Gather
Jetzt lass die doch mal in Ruhe. Die sind auch... Oh, jetzt muss ich... Wieso haben die denn so krasse Attacken? Lila Juwel, ja gut. Wird gleich mal geheilt hier. Aber erst gehen wir zu Levanta. Ich habe eine ganz besondere Herausforderung für dich vorbereitet. Wenn du sie bewältigst, bin ich schwer beeindruckt. Ach, ich habe das mit den Chats noch gar nicht. Oha. Einer fehlt noch. Als ob. Ja, bis morgen. Na schön, dann halt nicht. Wie gemein. Wie gemein halt hier. Ja, ich will zum Bahnhof. Oh, ich hab ganz vergessen. Ich dachte, ich hätte alle. Aber dann fehlt einer. Oh. Ja, okay. Gut. Dann will ich jetzt mal überlegen. Was machen wir denn als nächstes? Kurz Karte gucken. Schwarter und. Sind am Schwingen. Oh. Die könnte ich ganz schnell machen, weil die sind ja direkt am Bahnhof. Dann gehen wir, machen wir ganz kurz einen Stopp beim Schwingen. Bevor wir schon mal was anderes gucken. Ich habe jetzt 2 goldene Schätze, ne? Nee, was sind denn das für Schätze, die mir da angezeigt werden? So bunte Truhen eventuell? Let's get our new treasure appraised. Hm. Wahrscheinlich, aber ich gucke auch nicht richtig durch, ne? Ich gehe immer den gleichen Weg. Weil ich habe auch das Gefühl, mich dauernd zu verlaufen. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich irgendwie runterspringen? Wo sind die? Bin ich jetzt auch am richtigen Bahnhof? Nee, ich habe den falschen Bahnhof erwischt. Hm. Let's get our new treasure appraised. Da muss ich hin. Okay. Denn noch einmal, weil es so schön ist. Aber wie gesagt, so ein paar Quests jetzt fertig machen mit Brisella und unserem Katzbalger. Ich hoffe ja, dass das mit Schwarta und Chatias denn fertig ist, dass die sagen, okay, du hast jetzt so viele Ballons zum Platzen gebracht. Du musst nicht alle 20.000, die wir jetzt versteckt haben. Ach, den gehen wir einfach runter. So, hast du irgendwas Cooles für mich, mein Freund?
Na komm, holen wir da noch von ein paar. Davon noch ein paar. Ich habe so viel Geld halt einfach, das lohnt sich gar nicht. Lass mich schon mal durch. Wir haben auf Drakunien noch jede Menge Ballons erstellt. Ich bezweifle, dass irgendjemand die alle platzen lassen könnte. Natürlich musst du auch gar nicht alle platzen lassen, um deinen nächsten Schatz zu erhalten. 40 reichen schon, aber selbst das könnte zu schwierig für dich sein. Moment mal, du hast doch wohl nicht etwa 40 Ballons zum Platzen gebracht, oder? Klar. Unmöglich, du verschaukelst mich doch. Schatties, guck nach, ob er die Wahrheit sagt. In Ordnung, Schwarte, immer mit der Ruhigsinn nach. Unfassbar, er hat es geschafft, Schwarte. Er hat 40 Ballons platzen lassen. Meine Güte, ich muss schon sagen. Ich bin beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug dazu hast. Du wolltest unseren Schatz wohl auf jeden Fall haben. Und ich wollte ihn auf gar keinen Fall hergeben. Aber na schön, du kriegst ihn. Du hast mittlerweile fast die Hälfte unserer Ballons zum Platzen gebracht. Ja, allerdings, du hast dich ziemlich gut geschlagen. Wenn du so weitermachst, müssen wir dich vielleicht sogar als Rivalen betrachten. Aber nur, wenn du es uns zeigst, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Zieh los und lass 60 Ballons platzen. Ach, Menno. Tut das denn Not? Tut das denn echt Not? Ja gut, warte mal. Die sind jetzt... Wenn in jeder 2, 4, 6, 8, 10, also 100 Ballons insgesamt. Ja, das wird dann auch dabei gehen, dass du wirklich 100 Ballons im Prinzip dann bitte mal platzen lassen wirst. Ifui Deibel. Ja, das wird wahrscheinlich etwas sein, das ich nicht komplett fertig mache. So, wo wollten wir jetzt hin? Machen wir jetzt Hitze, Katzbalger oder Kragenweiten? Hier müsste ich dem Bahnhof und da irgendwie hinkommen. Und Katzbalger ist, glaube ich, direkt am Bahnhof ein, ne? Der ist direkt hier am Kalte Schulter Bahnhof. Na gut. Machen wir erst Katzbalger, weil der halt vom Bahnhof am nächsten ist. Weil ich meine, wenn wir die Quest jetzt machen, jetzt haben wir da schon wieder einen Schatz gekriegt, der vielleicht ein bisschen mehr wert ist und... denn von Katzbalger kriegen wir einen Schatz und von Brisella kriegen wir einen Schatz. Wäre schon ganz nice, weil ich glaube, die Schätze, die wir durch die Quest bekommen, sind halt wesentlich wertvoller als die, die wir dann immer so nebenbei sammeln. Da ist Katzbalger. Hast du eventuell du was noch für mich? Der hat neue Materialien. Wir wissen halt nicht, wozu wir es brauchen. Die haben alle das gleiche. Die haben alle das gleiche Essen. Katzberger, was machst du denn da? Oh, du bist gekommen. Dann bist du also bereit, meine Herausforderung anzunehmen. Wenn du mich besiegst, gehört mein Schatz dir. Was sagst du dazu? Schatzsuche? Du zu einer Schatzsuche, ja oder nein? Wundervoll, dann ist es entschieden. Wir gehen also auf Schatzsuche. Aber zuerst legen wir die Regeln fest. Um mich zu besiegen, musst du einen Schatz im Wert von 1 Million in deinen Besitz bringen. Sollte dir das jedoch nicht gelingen, ist der Sieg mein und mein Ruf als Schatzjäger wird sich enorm verbessern. Und jetzt genug der langen Rede. Möge die Jagd beginnen. Habe ich die jetzt auch schon fertig? Halt deinen Schatz, ja, aber... Ich
Ich rede nochmal mit dir. Du bist schon zurück, Erika. Hast du einen Schatz gefunden? Einen Schatz im Wert dürfte noch nicht mehr zu finden, aber sehen wir mal. Du hast das Richtige noch nicht gefunden, also geht die Jagd weiter. Okay. Das ist, okay. Muss das dann halt so ein Schatz sein? Na gut, dann gehen wir zu Kragenweiden. Also gesehen hatten wir ja schon Schätze, die mehr als 1 Million wert sind. Aber wahrscheinlich zählt jetzt nur das, was ich jetzt kriege. Na gut, dann auch zu Kragenweiden. Da ist ja bei Nacht auch der Jagdroboter. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich glaube, bei Brisella müssen wir auch kämpfen. Die war ja irgendwie in Bedrulle. Und wurde ja irgendwie angegriffen, meinte Ariel. Schauen wir mal. Nee, Quatsch. Nee, das wollte ich nicht. Sagen. Na, ihr Süßen. Hast du was Neues? Wir fliegen jetzt einfach mal dahin. Also guck mal, wo uns das hinbringt. Und wie weit wir kommen. Also der war nur für die Truhe hier. Na super. Richtig mit Brisella. Was denn? Wo denn? Macht mich doch nicht wahnsinnig. Auf so einer Plattform. Ja, wahrscheinlich da oben. Würde ich spontan sagen. Ja, hart. Lass mich doch mal durch hier. Ich habe da einen Luftballon gesehen. Ich will wissen, ob ich da hinkomme. Wahrscheinlich nicht. Du darfst auch hochspringen. Oder keinen Zwang an. Oh, das ist ja so weit weg. Die stehen da hinten. Hm. Wo ist denn jetzt? Katze, geh mal weg hier.
Was? Ha! Easy. Wo wollte ich jetzt hin? Zu Brisella. Brisella war irgendwo da hinten. Her, du Schwein. Danke. Die müssen sich aber auch mit jenen anlegen, seht ihr das? Komm her hier. Muss gucken, wie ich zu Brisella komme. Und ich sag's mal so, hier nebenbei mal den... das Ding aufladen kann schon mal nicht schaden. Den... Digger. Der ist irgendwo da oben, ne? Ja, ich wusste es. Irgendwo da oben, wo ich nicht hinkomme. Muss doch nochmal hier hin. Mal sehen, was für Rivalen es diesmal sind. Wir haben die bösen Burschen, haben wir ja schon komplett durch. Ne? Komm her hier! Warte, hier war noch irgendwas. Ah, der Golem. Hätte sein können. Oh, nicht schon wieder. Jedes Mal die bösen Burschen. Können nicht mal die anderen kommen? Oder denn? Hier sind noch Medaillen. Ich bin aufgestiegen. Und Friedrich ist aufgestiegen. Wo geht's hin? Ach, hier geht's nur hoch. Take off. Whee. Lass mich hier mal keinen Fehler machen. Doch, da müsste ich hochkommen. Hatten hier nicht noch auf der Seite? Ich würde sagen, hier noch irgendwo ein Schatz.
Irgendwo, von wo man die Seite aus, also die Straße sehen kann. Hätte jetzt gesagt, hier irgendwie. Oder ist das auf der anderen Seite vielleicht? Hier ist Silber. Schön. Alle kommen hoch, bloß ich nicht. Nee, okay, hier nicht. Aber der hat doch hier was gefunden. Hier unten? Ich bin zu blind, ich sehe es einfach nicht. Ich finde es einfach auch nicht. Die Steinformation ist auf der Seite, das heißt hier irgendwo. Und Friedrich hat das Ding gesehen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist Brisella jetzt eigentlich? Komme ich da hin? Jetzt sagen hier so über die Steinformation. Was hat da irgendwie springen und hochspringen und machen und tun? Brisella, komm! Komme, ich eile zur Rettung! Lass mich jetzt einfach mal blöd fallen. Nein! Verdammt. Hier war ich aber, glaube ich, noch nie. Okay, da kann man rüberspringen. Verdammter Mist! Schon wieder. Bleib eigentlich hier rüber. Hier sind so viele Winde. Find mal. Was? Wer? Wo? Alter, Metallkönigsschleim. Nein, darum laufe ich auch weiter.
Was ist das denn für ein Forscher? Würde ich das fighten wollen, hätte ich es gemacht. Glaub's mir. Junken, jetzt komm doch mal her. Hier ging noch irgendwie so ein Wind. Glaube ich. Ja, soll er mal kommen. Ich hab den Dagger fast voll. Hier müsste es irgendwo sein, oder? Ja, hier. Hätte ich da jetzt direkt hin? Ja, okay. Warum ich jetzt hier gerade gelandet bin? Alte Runen wurden in das Monument, aber Erik wird nicht schlau aus ihnen. Ah, das muss eines der Monumente sein, von dem Prinzessin Anemone uns erzählt hat. Und zu deinem Glück kann ich sogar lesen, was aufgeschrieben steht. Mara nahm ihre eigene Seele und gewährte allen Geschöpfen Drakoniens sowie all jenen, die das Herz eines Drachen besitzen, die Gabe, die Präsenz von Schätzen zu spüren. Darum können Drakoniens Bewohner die Erhabenheit eines Schatzes wahrnehmen, wenn sie in der Nähe sind. Sehr gut. Komm ich jetzt zu der... Ah, da ist er. Jetzt muss ich aber nochmal gucken hier. Anemone. Jetzt habe ich alle. Ach, das hat mir noch gefehlt? Oder wie? Nee. Da ist jetzt Brisella. Da ist das eine. Entfessle den Drachen. Wo ist er? Ich habe meine Herren enttäuscht. Erik, bist du das? Oh, so ein Glück. Ich stecke hier ziemlich in der Klemme. Ich hatte das Draco-Juwel endlich gefunden. Aber als ich gerade wieder zurück wollte, hat mich ein Steampunk angegriffen. Mein Juwel stibitzt. Warte mal kurz. Was machst du überhaupt hier, Erik? Was? Ariel hat dir gesagt, dass du mich suchen sollst? Du liebe Zeit, sie hat mich also selbst nach unserem kleinen Krach nicht aus den Augen verloren. Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen um uns machen muss. Isabella und ich waren zwar ein wenig ramponiert, aber wir konnten entkommen. Also, ich frage dich das nur sehr ungern, aber könntest du mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Wie es scheint, hat der Steampunk, der mich angegriffen hat, sein Versteck in den stürmischen Sanden. Meinst du, du könntest dort vorbeischauen und diesen brutalen Bestien eine Lektion erteilen? Ich möchte unbedingt dieses Juwel zurückhaben und du bist die einzige Person, an die ich mich wenden kann. Ja, das ist mir egal. Also. Ja klar. Ich habe auch sonst nichts zu tun, laufen wir mal. Komm ich da so hin? Ich komme doch bestimmt hier wieder hoch. Also ich müsste da irgendwie hinlaufen. Aber wie komme ich denn da hin? Wo sind sie? Ey! Och, ey, das ist nicht euer Ernst. Komm schon. Bevor mir jetzt hier noch irgendeiner einen Schatz klaut.
sehe auch gar nichts, wo sie sind. Da ist ein Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. Nicht, die müsste sich ja heilen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie komme ich hier wieder raus? Ah, bis zum Bahnhof würde ich dann und dann zum Anfangsbahnhof zurück. Gut, das mache ich aber offscreen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es tut mir leid, dass ich schon wieder Überlänge habe, aber man kriegt das manchmal nicht so mit. Wo hier was ist. Und ja, bis dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.